Irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben, aber das beruflich bin ich von Süddeutschland nach Bayern gekommen, nach Ingolstadt, von Ingolstadt nach München und von München dann nach Berlin. Und da habe ich 6 Jahre gearbeitet, war dann auch Geschäftsführer in einer Kneipe. Und da hat es kleine Missverständnisse gegeben und dann war eine Frau mit im Spiel und so bin ich nun mal in Bremen gelandet. Ich habe vorher bei dem Vorgänger gearbeitet und er hat einfach das Potenzial nicht ausgeschöpft. Ich habe da viel mehr Potenzial drin gesehen, sprich Live-Musik. Er hat ja immer nur halbjährlich mal ein Konzert gehabt und ich wollte das so bringen, dass jedes Wochenende mindestens ein Konzert ist. Ich musste am Anfang aber auch schon nach Musikern suchen, was mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist. Die melden sich mittlerweile hier und wollen hier spielen. Und das ist sehr, sehr schön. Im Prinzip alle spielen, bis auf solche Gruppen mit großem Schlagzeug und mit Bläsern. Ob das jetzt junge New Wave Gruppen sind oder Blues Gruppen, das ist mir eigentlich egal. Das soll ein breites Spektrum sein. One hot summer day down by the lake, Ralph and me became friends. There were lost brothers and a few others. In the moonlight, this warm summer night, was it the calm before the storm? Konzerten den Wunsch geäußert, nicht nur die Gäste, sondern auch die Musiker, gerade die singen, dass während des Konzerts nicht geraucht wird. Und das haben wir ja eingeführt und das funktioniert wunderbar. Da geht man nach hinten im Nebenraum, da können sie rauchen, da ist eine eigene Absauge und hier drin ist relativ rauchfrei und die Gäste und die Musiker sind zufrieden. Nachdem ich die Kneipe übernommen habe, habe ich mir im Prinzip 2 bis 3 Jahre gegeben, bis mein Konzept aufgeht.
Und jetzt sind gute 2 Jahre vorbei. Und ich bin eigentlich schon sehr zufrieden, wie es hier läuft mittlerweile. Ist doch richtig Betrieb. Und dann ist man manchmal froh, wenn am Sonntag nur 4, 5 Leute da sind, muss ich auch sagen. Schön Tatort schauen. Ja, was ich mir wünsche, ist in erster Linie Gesundheit. Auch die meiner Freundin Petra. Und dass natürlich die Bude hier drin immer voll ist. Und die Leute ihren Spaß haben und keine Streitereien, die es sowieso ganz, ganz selten gibt, dass sie hier nicht anfangen. Das ist mein Wunsch. Gesund und gutes Geschäft. Und gute Musiker.